Darf ich zu mir bitten, am Beginn Herrn Rudolf Freitager, den Vorstandssprecher und Vorstand für Forstwirtschaft und Naturschutz der österreichischen Bundesforste, seit 2015 im Vorstand der österreichischen Bundesforste, einen Applaus. Herr Freitager, Sie starten und ich darf dann den Herrn Gerald Piffinger, den Geschäftsführer vom Umweltdachverband, jetzt schon begrüßen. Herr Piffinger, vielen Dank, dass Sie dann sofort anschließen. Mhm. Herr Freitag, ich gebe das Wort über an Sie, mhm. Ökologie, Ökonomie, Ihre Ansätze auch in der Kooperation mit dem Umweltdachverband. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank und bitte um Verständnis. Ich hatte ein sehr interessantes Zoom-Meeting, wo es um Ökosystem, Ökosystemleistung, Ökosystemdienstleistung ging. Ja? Und Applaus vor dem Vortrag verunsichert mich immer. Mir ist lieber, ich kriege nachher. Also, wir haben mit der Aufgabe, 850.000 Hektar zu bewirtschaften, eine ganz bodenständige Aufgabe. So. Und wir haben 2015, 2016 das Projekt Ökologie-Ökonomie ausgearbeitet. Was heißt das und was war der Beweggrund, warum wir das getan haben? Ich habe noch immer gehört, du musst dich entscheiden. Willst du ökologisch sein oder willst du Geld verdienen? Beides geht nicht. Ja? Und mit dieser Denke wollten wir aufräumen, auf gut Deutsch gesagt. Da sitzen eh einige herinnen, vom Gerald angefangen und so weiter. Ja. Weil wir bei dem Projekt Ökologie, Ökonomie einmal rein ökonomische Gesichtspunkte hingestellt haben und gesagt haben, sind wir wirklich ökonomisch gut unterwegs mit dem, was wir tun und wie wir es tun? Oder glauben wir das nur? Ja? Und das war eigentlich der Grundzugang einmal. Changen. Ach so, kann ich es selber machen. Ja. Nein. So, zurück noch einmal. So. Ein klassisches Beispiel in der Forstwirtschaft. Wir müssen die Holzerntekosten nach unten drücken und deswegen müssen wir Kahlschläge machen. Ganz wurscht wo. Unsere Leute, der Gerald sitzt da herinnen, der hat unser Betriebsleiter vom Forstbetrieb Wienerwald. Es war in der Zeit, wo ich begonnen habe, einfach klar, wir müssen einen Kahlschlag machen, weil sonst sind die Holzerntekosten zu hoch. Und da haben wir uns überlegt, aber stimmt das? Ist das wirklich eine ökonomisch sinnvolle Entscheidung, wenn man die so trifft? Und da haben wir halt, und dieses Bild, da kann man jetzt streiten, ist das ein Kahlschlag oder nicht, aber solche Bilder haben wir natürlich viele gehabt, ja. Runter mit 2 Hektar und mit dem Schlepper weg das Holz und fertig und dann steht dort 18 Euro oder irgendwas pro Festmeter und das ist super und jetzt haben wir ökonomisch eine klasse Geschichte abgeliefert. Und jetzt haben wir folgendes Gedankenexperiment gemacht, weil eigentlich wollen wir diese Waldbilder. Das ist ein bewirtschafteter Wald. Das ist kein Schutzgebiet, Wirtschaftswald. Und so wollen wir den Wald verjüngen. Und jetzt müssen wir natürlich, und das wollen wir auch, wir wollen dann die dicken Bäume, die hier sind, sukzessive entnehmen und die Naturverjüngung wächst weiter. Das kostet mehr als 20 Euro. Aber das rechnet sich allemal. Und jetzt haben wir folgendes Gedankenexperiment, sage ich jetzt einmal, gemacht. Wenn wir uns anschauen, dass wir mit einer Umtriebszeit, heißt es 120 oder 140 Jahre, jetzt habe ich eine Kahlfläche vor mir, ja? Die habe ich jetzt geerbt und jetzt tue ich was, das ist mein 1 Hektar sozusagen. Und jetzt gehen wir her und sagen wir, jetzt muss ich ja Geld in die Hand nehmen. Als Waldeigentümer, das gehört mir. Jetzt muss ich aufforsten, muss dann nachbessern und so weiter und so weiter. Und das Ganze kostet mich, weiß ich nicht, 8.000 Euro über die ersten paar Jahre. Und jetzt weiß ich,
wenn ich jetzt die Zinseszinsrechnung, weil ich habe nur monetäre Interessen, ja. Ich muss jetzt ein paar tausend Euro heute in die Hand nehmen und muss mich fragen, wann kriege ich das Geld mit Zinsen wieder zurück? Ist ja logisch, weil ich könnte es ja auch auf die Bank legen und sagen, ich veranlage es über 50 Jahre oder was weiß ich und ich kriege einen fixen Zinssatz von ein paar Prozent. Ja? Okay, wo endet das? Dann haben wir so die Berechnung angestellt, der Norbert sitzt eh irgendwo, glaube ich, da. Genau. Und haben wir gesagt, okay, wenn wir uns das anschauen in der Forstwirtschaft, dann haben wir in den ersten Zeiten der Umtriebszeit fallen eigentlich die meisten Kosten an. Nämlich, wir müssen aufforsten, also müssen, aber wir forsten auf, wir müssen nachbessern und dann aussicheln, weil da verschiedenste Pflanzen wachsen auf der Fläche, die die Bäume am Wachsen behindern am Anfang und so weiter. Bis zur Dickungspflege, Jungwuchspflege, bis dann bei den Durchforstungen beginnen, einmal ein paar Euros zu kommen, weil wir ein am Markt vermarktbares Produkt, nämlich den Festmeter Holz haben. So, und wenn wir jetzt, und ich weiß, dass das natürlich jetzt eine schwierige Geschichte ist, weil wenn ich die Zinseszinsrechnung anwende, da schaue ich jetzt, wurscht, ob es 2% verzinsen jährlich oder 3%. Wenn sie einen Verzinsungszeitraum von 100 Jahren haben, bringt ihnen das voll um. Das ist ganz klar. Aber es ist ja nur als Gedankenexperiment, was für uns interessant zu sagen. Schauen wir uns doch das einmal an. Ja? Das heißt, wenn ich hier diese x-tausend Euro, die man, die Aufforstung und so weiter kostet, wenn ich die mit 3% über 100 Jahre aufzins, bin ich irgendwo. Ja? Das Geld kriege ich als Unternehmer, als Wirtschaftsmensch, kriege ich nie wieder zurück. Nie. Das haben wir dann durchexerziert. Da gibt es eine zweite Durchforstung, eine dritte Durchforstung. Und dann haben wir hier, die werden natürlich auch die Erträge, wenn ich einen Endwert mir anschaue, aufgezinst, klar. Aber da kommen sie nie. In dem Augenblick, wo sie um x-tausend Euro aufforsten und nachbessern müssen, geht sich die Rechnung schon nicht mehr aus. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen umsteigen, unter anderem aus diesem Grund, dass wir solche Waldbilder kriegen. Wir müssen aus ökonomischen Gründen einfach schauen, dass wir möglichst viel von dem in unsere Bewirtschaftung einbeziehen, was uns die Natur gratis gibt. Das ist die Grunddenke dahinter. Und weil wir sind eh immer wieder mit dem konfrontiert. Das lässt uns jetzt ein Bild aus dem Jahr 2021. Und zwar, ich glaube, aus dem Revier Großau. Also ganz aktuell. Und da stellen sich dann, oder das. Und da müssen wir halt die Voraussetzungen schaffen, dort, dass möglichst viel von selbst aufwächst. Ganz ohne Aufforstung, Norbert, wird es nicht gehen, das wissen wir. Aber die Anzahl der Pflanzen, die wir jährlich versetzen, hat sich von 5, 6 oder 7 Millionen, wie es einmal waren, Norbert, schau mich an, stimmt's? So ungefähr, sind wir jetzt auf 1,5, 1,4 Millionen herunter. Und wenn wir sagen, eine in den Wald gepflanzte oder auf die Fläche gebrachte Pflanze kostet 2 Euro oder 1 Euro, dann können wir uns ausrechnen, was wir uns alleine da schon ersparen. Unabhängig davon, dass wenn wir Flächen haben, die laufend so in Produktion sind, ist ja das ja auch positiv. Ich brauche nie bei Null anfangen. Ich habe ja immer so ein Running System sozusagen. Das geht nicht überall, das ist ganz klar. Wir werden auch in Zukunft wo aufforsten müssen, das ist eh klar. Aber die Grunddenke ist, dass eigentlich, wenn man wirklich sich das streng und genau anschaut, ökologischeres Handeln auch ökonomischer ist. Da sitzt die Frau Enzenhofer vom WWF, die hat uns ja immer begleitet, auch bei diesem Projekt, glaube ich schon, gell? Ökologie, Ökonomie, genau. Weil wir auch die Expertise einer NGO wollten. Während der Entstehung des Projektes und alles. Ja, weil wir gesagt haben, okay, wir möchten gern die Standpunkte hören, weil
es ist auch viel aufgenommen worden, wenn man, glaube ich, wohlwollendes Nicken. Genau. Weil wenn wir uns anschauen, halt, Entschuldigung, zurück, so eine Überschlagsrechnung, was kostet uns der Klimawandel pro Jahr, so mal, mit einer Referenz von, ich glaube, auf das Jahr 14 oder 17 oder was, haben wir das immer wieder berechnet, Mindererlöse, nämlich diese Katastrophen, die es da gibt in diesen Lagen. Du hast einen verminderten Holzpreis, weil natürlich viel Holz nicht wirklich in den Sägewerken verarbeitet werden kann. Das ist aufgesplittert. Die Holzerntekosten steigen. Das ist auch klar, weil es ja keine geordnete Arbeit dort gemacht werden kann. Und wenn die Bäume kreuz und quer übereinander liegen im Gebirge, ist das nicht nur brandgefährlich, sage ich, für die Menschen, die die Arbeit machen, sondern es ist auch teuer, das muss man sagen. Ja? Solche Kalamitäten, die ja nicht nur sich bei uns abspielen dann, sondern die Stürme, die wir haben und Trockenheit, wo viele Bestände einfach absterben durch den Borkenkäfer, aber in Wahrheit durch die Trockenheit vorher. Ja? Die Märkte werden mit Holz überschwemmt, zum Teil zu einer Zeit, wo es aber die Märkte gar nicht brauchen in dem Ausmaß. Wir müssen es aber trotzdem am Markt bringen, weil wir können das nicht liegen lassen. Ja? Das heißt, wir sind ja nicht nur oder bei weitem nicht wirtschafts- oder marktgesteuert, sondern wir sind ja naturgesteuert. Und die Natur nimmt ja keine Rücksicht auf das, ob der Markt gerade gut draußen, der Holzmarkt gut oder schlecht ist. Der Sturm passiert und wir haben das Thema wieder. Ja? Beispiel Forstbetrieb Steiermark, der hat in den letzten Jahren 130.000 Meter Windwurf gehabt, waren es fertig, sind die nächsten 120.000 gelegen. Haben es wieder angefangen zum Aufarbeiten, zwischendurch ist es heiß geworden, hat der Borkenkäfer angefangen zum Fressen. Also das ist eine reine, dort wo wir sind, das ist eine reine, sage ich, Krisenbewältigung. Ich möchte mir nicht ausmalen, wenn wir die nächsten Monate oder die nächsten Wochen keinen Niederschlag haben und vielleicht 35, 40 Grad. Dann wird es wieder ein bisschen spannend für uns. Ja? Aber das sind eigentlich alles Argumente, dass, wenn mich sowas schon trifft, weil das kann mich auch bei der vorhergehenden Fläche, wo schon die Naturverjüngung da ist, aber da habe ich schon eine Flächendeckung. Und muss halt bei der Holzernte aufpassen, dass ich mir das nicht alles zusammenhaue, was da ist. Das kostet aber auch wieder Geld, aber das rechnet sich allemal. So, ich komme schon. Ich muss ein wenig auf die Zeit achten, dass der Gerald. Ja, also das waren halt unser Fazit sozusagen. Unsere Strategie ist auch, dass wir für den Wald der Zukunft, das ist das zweite große Projekt, das wir gestartet haben und das wir in Umsetzung haben, dass wir keine Monokulturen wollen. Auch wenn es die Natur vielleicht gerade da oder dort machen würde. Im inneralpinen, montanen Fichtenwald ist Fichte, sagt die Natur. Aber man kann auch ruhig eine Lärche oder eine Tanne da oder dort einbringen, dass man ein bisschen eine Vielfalt oder dass man nicht ganz auf einer Baumart unterwegs ist. Ja, das ist eine Grundvoraussetzung für das Ganze. Ohne dem wächst nichts. Das wissen wir leider auch auf einigen Hektaren. Ja. Naja, vielen eigentlich. So, dieses Projekt Ökologie, Ökonomie hat sich in diese vier Gruppen gegliedert. Es geht um die Waldbewirtschaftung, es geht sehr massiv auch um die Frage der Bejagung. Welche Wildstände können wir uns leisten, so quasi? Umweltschutz, Naturschutz waren zwei wesentliche Punkte. Da haben Sie sich, Frau Enzenhofer, massiv eingebracht auch und da ist auch wirklich einiges aufgenommen worden. Ich würde das jetzt nicht vorlesen, das würde zu weit führen. Ich denke, die heutige Veranstaltung ist ein Zeichen oder dafür, welche Bedeutung Umweltschutz oder Naturschutz in unserer Waldbewirtschaftung heute hat.
vor 20 Jahren hätte es die Veranstaltung nicht gegeben, wenn wir klar sagen. Ja? Aber es verschieben sich auch die Interessen in der Gesellschaft. Das ist ja nichts anderes, wir müssen, das klingt ein bisschen abstrakt jetzt, all das, was wir hier haben, ist aus meiner Sicht ein Erkennen der Interessen der Menschen am Wald. Und dem müssen wir Rechnung tragen und dem wollen wir auch Rechnung tragen. Und zwar in einer Form, dass wir trotzdem am Ende schwarze Zahlen schreiben und von dem, was wir erarbeiten, auch selbst leben können. Im Klartext, ich will keine Förderungen. Ich will keine Unterstützung in der Form vom Eigentümer, sondern ich möchte dem Eigentümer Dividende abliefern. Aber in dieser umfassenden Form der Nachhaltigkeit, die nicht nur eine quantitative ist, sondern auch eine qualitative Nachhaltigkeit. Mhm. Nicht nur Festmeter Holz ansammeln, weil das ist relativ einfach. Da setzt ihr überall, wo es nur geht, Fichte hin, die wächst am Anfang am schnellsten. Die quantitative Nachhaltigkeit hätte ich relativ bald. So, die Menschen haben Interessen am Wald, die müssen wir befriedigen im besten Ausmaß. Und wir sehen, hier steht Biodiversität, CO2-Speicher, Bioökonomie, all das steht da. Und diese Potpourri an Interessen, und darauf zielen unsere Projekte Ökologie und Ökonomie, aber auch der Wald der Zukunft. Weil da war ja die Frage immer, was ist der Wert von etwas und was ist der Preis dafür? Ja? Und der Wert von Biodiversität steigt halt, weil sie laufend abnimmt. So, das ist ganz simpel, Angebot und Nachfrage. Und es wird den Menschen bewusst, dass die Biodiversität, wo man gesagt hat, naja, ist halt wieder irgendwo ein Viech ausgestorben oder irgendwas. Nein, es betrifft uns heute schon ganz anders. Das ist viel, viel näher gerückt. Nicht? Und das wäre so abschließend, damit ich jetzt wirklich dem Gerald das Feld überlassen kann. Das wäre mein Vortrag jetzt einmal gewesen. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, es ist bitte.